GTX 1070 Ti, check. X-Vega, check. Ryzen Threadripper, check. Intel Coffee Lake, check. Obwohl, die gibt's ja gar nicht. Xbox One X, check. Oh mein Gott, es gibt keine News-Themen mehr. Hilfe! Aber Moment mal, da war doch noch dieses eine Thema, das klingt wie eine neue Batteriemarke. Hallo und willkommen zu einem neuen News-Video eures Lieblings-Montis. Okay, die 1070 Ti erscheint noch genauso wie die Xbox One X, aber im Groben sind die Themen ja durch, oder nicht? Ich hoffe nicht und werde natürlich weiter darüber berichten. Trotzdem könnte man aktuell tatsächlich denken, das war's. Aber wie immer heißt es, nach Release ist vor Release. Und da ist es auch völlig egal, ob es sich hier um Nvidia, AMD, Microsoft oder sonst wen dreht. Und nun gibt es seit langem mal wieder Neuigkeiten zu einem Produkt, von dem wir verdammt lange nichts mehr gehört hatten. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es in Vergessenheit geraten ist. Viele Stimmen behaupteten gar, dass es noch dieses Jahr erscheinen soll. Aber Monty behauptete jedoch, auf keinen Fall. Und auch wenn ich nicht immer recht habe, siehe erstes Video zur GTX 1070 Ti, denn meine Glaskugel und ich behaupten schlicht und einfach, nein, die GTX 1070 Ti wird nicht kommen. Da kann ich dieses Mal voller Stolz behaupten, dass meine Glaskugel und ich mal wieder die pure Wahrheit und nichts als die Wahrheit vermutet haben. Und geht es dir nicht auch so wahnsinnig auf den Geist, dass ich nie zum Punkt komme und immer so viel unnützes Zeug rumlaber? Tja, dann hast du wohl Pech gehabt. Apropos Punkt, es geht heute um Nvidias Volta. Und ihr glaubt, Nvidia will jetzt auch noch in den Batteriemarkt einsteigen? Nein, keine Sorge, Volta ist Nvidias Nachfolger zur aktuellen Pascal-Generation. Und wenn man es ganz genau meint, dann muss man jetzt sogar sagen, Volta gibt es schon. Allerdings nur im Profibereich mit HBM2-Speicher. Und der Volta GV100 nennt er sich, ist quasi sowas wie der Threadripper unter den GPUs. Denn er ist riesig. Und zwar wirklich riesig. Er ist so riesig, dass er fast sein eigenes Klima hat. Ja, okay, ich übertreibe mal wieder. Das gilt nämlich natürlich einzig und allein für AMDs Threadripper. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Es handelt sich hier um einen Die der Extraklasse in Sachen Größe. Man kann ganz fest davon ausgehen, dass dieses Monstrum nicht auf die Zivilbevölkerung losgelassen wird. Also keine Angst. Und Nvidia ging sogar so weit zu behaupten, dass Volta gar nicht für den Gaming-Bereich geplant ist. Diese Aussage brodelte zumindest eine ganze Zeit in der Gerüchteküche. Meine Glaskugel meinte aber sofort Schwachsinn. Und da wir immer einer Meinung sind, gab ich ihr natürlich sofort recht. Und damit war ich aber wohl nicht ganz allein. Nun hat aber gefühlt die ganze Menschheit mit einem Gaming Volta noch im Jahre 2017 gerechnet. Die ganze Menschheit? Nein. Ein unbeugsamer Monty und seine Glaskugel leisteten erbitterten Widerstand und behaupteten ganz was anderes. Denn wozu soll Nvidia nach der ermäßigen Leistung von EX-Vega denn so schnell ein Pascal-Nachfolger auf den Markt schmeißen? Es besteht doch überhaupt kein Handlungsbedarf nach einem neuen Grafikchip. Wenn ich jetzt bei Nvidia jetzt zu sagen hätte, würde ich ganz persönlich den Gaming Volta erstmal lange, lange auf Eis legen. Also ursprünglich war Gaming Volta wohl tatsächlich für zumindest Anfang 2018 geplant. Das kann man zumindest SK Hynix, dem Hersteller des neuen GDDR6 Speichers, entnehmen, der diesen für Anfang 2018 auf einer Grafikkarte ankündigte. Und auch entsprechende Roadmaps von Nvidia deuten darauf hin. Aber das war wohl alles noch vor dem Release von RX Vega. Und nun wird die PR-Abteilung von Nvidia wohl erstmal für ein paar Monate in den Urlaub geschickt. Denn allem Anschein nach kommt Gaming Volta frühestens, und ich betone frühestens, im zweiten Quartal 2018. Und selbst damit rechne ich nicht, dass sich an der Situation bei AMD wohl erstmal gar nichts ändern wird. Außer natürlich die üblichen Leistungsschübe im Treiberbereich. Und natürlich werden jetzt sicherlich wieder einige mit dem typischen Veröffentlichungszyklus daherkommen, der ja eigentlich besagt, dass Gaming Volta quasi schon längst da sein müsste oder ja jetzt zumindest kommen sollte. Es ist aber nun mal nicht in Stein gemeißelt, dass alle 1,5 bis 2 Jahre eine neue Generation an Grafikkarten kommen muss. Wenn kein Handlungsbedarf besteht, dann kann man sich die Menge Geld auch sparen und stattdessen können sich die Nvidia-Mitarbeiter ein paar Spiele auf ihren Bürorechnern reinziehen. Nachteil des Ganzen ist natürlich, dass die Leistung nun schon seit Ewigkeiten auf ein und demselben Niveau verweilt, was gerade Hardware-Enthusiasten wie ich einer bin, unheimlich stört, weil ich immer mehr Leistung und bessere Grafik will. Das Positive ist aber, dass sich eigentlich alle, die innerhalb dieses oder auch des letzten Jahres eine Grafikkarte gekauft haben, sich ganz entspannt und ruhig zurücklehnen können, denn
Bedarf nach einer neuen Grafikkarte ist ja rein theoretisch überhaupt nicht da. Und meine GTX 1080 Ti? Ja, ich liebe meine GTX 1080 Ti. Die wird wohl noch eine ganze Weile zu den schnellsten Grafikkarten am Markt gehören. Und das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Und es gibt übrigens noch einen Hinweis darauf, dass Volta so schnell nicht kommen wird. Nämlich die GTX 1070 Ti, über die ich in letzter Zeit unheimlich viel berichtet habe. Und ja, die Überleitung wirkt jetzt etwas gewollt und nicht gekonnt, aber hey, ich bin auch nicht perfekt. Jedenfalls gibt es auch noch eine Kleinigkeit zu diesem aktuell brandheißen Thema zu sagen. Wie ich in meinem letzten News-Video ja berichtete, wurde die 1070 Ti von Nvidia ja nach und nach immer mehr eingebremst, dass die Nvidia wohl schlicht zu schnell war. Dass es etwas seltsam ist, dass sich Nvidia offensichtlich über die Leistungsfähigkeit der eigenen Grafikkarte nicht ganz im Klaren war, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Wie bekannt wird die 1070 Ti per BIOS bzw. über den Treiber per Takt- und Powerlimit gedrosselt und die Hersteller werden gar gezwungen, sich an den vorgegebenen Takt zu halten und dürfen wohl keine Overclocking-Version veröffentlichen. Problem ist jetzt nur, dass das bis vor kurzem, als Nvidia noch dachte, dass die 1070 Ti langsam wäre, noch ganz anders aussah. Soll heißen, diverse Hersteller produzierten schon fleißig ihre Overclocking-Modelle und zack, dann kommt Nvidia und sagt, nee, das gibt's nicht. Das ist jetzt verboten. Ob du sie schon produziert hast, das ist uns doch egal. Ganz ehrlich, ein Unding, wie ich finde. Und nun müssen diese Modelle halt ja mit den normalen Taktraten in den Handel. Und laut Computerbase hat es hier zum Beispiel Gainward mit ihren Golden Sample Versionen erwischt, die nun aber trotzdem aber dann halt mit dem Golden Sample Kühler ausgeliefert werden. Also ganz ehrlich, sowas erwartet man ja von einem kleinen Unternehmen, das noch nicht allzu viel Erfahrung am Markt hat. Aber für einen Laden wie Nvidia ist so ein Vorgehen meiner Meinung nach völlig inakzeptabel. Wenn ich jetzt einer der Hersteller wäre, würde ich gerade sicherlich vor Wut brodeln. Das kann man echt nicht bringen. Ah ja, die Videos zu 1070 Ti habe ich mal alle in die Infoleiste hier oben gepackt. Erscheint wie das gute Stück dann beim 2. November 2017 natürlich. Und danach gibt es natürlich neuen Stoff von mir. Denn entgegen der Einleitung, News über Gaming-Hardware wird es immer geben. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja, mein Gott, ist es wirklich schon so spät? Schon wieder Zeit für den Kommentar des Tages? Sieht wohl so aus. Wer von euch hat denn mein letztes Video zum GTX 1070 Ti gesehen? Finger hoch, so ist's brav, waren wohl die meisten von euch. Denn dann ist euch sicherlich was aufgefallen in dem Video, oder? So wie zum Beispiel Silenter72, der wohl auch sehr aufmerksam meine Videos guckt. Denn er schrieb, Hallo Monty, was ist das denn für ein schwarzer Brocken auf deinem PC? Switch 2.0? Bin bei den Konsolen früher aber auch nicht wirklich auf dem Laufenden. Dir einen zauberhaften Tag. Und mit der Frage habe ich natürlich auch gerechnet. Und aus dem Grund habe ich den Brocken ja auch im Video versteckt oder halt auch eher nicht versteckt. Und der Silenter lag gar nicht mal so verkehrt. Nur, dass es sich hier nicht um Switch 2.0, sondern eher um die Switch Alpha 0.00001 handelt. Allerdings nicht von Nintendo, sondern von Atari. Denn nach Nintendos allererstem Game Boy musste Atari natürlich auch ein Handheld auf den Markt bringen. Hey, jetzt nicht lachen. Das ist kein stationärer PC, sondern eine Handheld-Konsole zum Mitnehmen. Ja, wirklich. Und dieser Gameboy-Konkurrent hier hieß dann Atari Lynx oder Lynx, jeder spricht es anders aus, und war dem Gameboy technisch weit, weit, weit voraus. Ein Scaler-Chip, ein Farb-LCD und ein Batterieverbrauch, der Firmen wie Duracell und Vata die Freudentränen ins Gesicht schießen ließ. Kurzum, das Ding floppte und der Gameboy mit seiner simplen, aber effektiven Technik eroberte die Welt. Und heute sieht sogar die recht klobige Switch gegen den Atari Lynx aus wie, ja, Coffee Lake gegenüber Threadripper, nämlich winzig. Und es gibt wieder einen neuen Teilnehmerrekord bei meiner letzten Umfrage. Stolze 1268 Leute machten mit. Ich bin wirklich begeistert. Vielen Dank dafür. Ich fragte, ob ihr denn mutig genug seid, das BIOS eurer Grafikkarte zu flashen, was einem, gerade wenn kein Dual-BIOS vorhanden ist, natürlich große Angst machen kann. Und ich wurde mal wieder überrascht, denn stolze 53% trauen sich das tatsächlich zu. Allerdings haben es 42% bisher noch nie gemacht. Eher ängstlich sind 11% der Teilnehmer, denn sie lassen lieber die Finger von sowas. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Und natürlich dürft ihr auch an der heutigen Umfrage wieder teilnehmen, die sich wohl höchstwahrscheinlich irgendwie um Volta oder so drehen wird. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich fragen werde. Und wie üblich dürfen alle, die sich von der Bitte um Unterstützung abgestoßen fühlen, nun abschalten. Denn nun seid ihr wieder herzlich eingeladen, das tolle Spiel drückt den Abo- und Like-Button zu spielen. Und das macht irre Spaß. Und für alle, die es noch nicht wissen, ihr könnt mich jetzt auch bei Patreon unterstützen. Und alle sogenannten Patreon
Channels bekommen vorab schon mal die neuesten Infos über meine neuesten Videos, die es sonst nirgendwo gibt. Und natürlich lasse ich mir hier nach und nach auch noch ein paar weitere Spezialitäten für meine Patrons einfallen. Also Patronaten gefällt mir irgendwie besser. Den Link zum Patreon findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich sag dann mal wieder, danke fürs Zuschauen. Bis dann.